Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Arc Age. Beim letzten Mal haben wir die süße kleine Ellie kennengelernt, hier auf der Farm von Dorothees. Heute wollen wir ein Stückchen weiterziehen und die Geschichte von ihr näher betrachten. So wie es aussieht, ist sie ein verwaistes, ich nenne es verwaistes, adliges Kind, deren Familie sie nicht wollte, weil ihre Mutter wohl nicht adlig war. Und ja, das ist eine ganz schlimme Geschichte eigentlich gewesen. Ja. Eigentlich tut die Kleine einem nur leid, würde ich sagen, ne? Und der Hausmeister, der sich jetzt Hausmeister tarnt, ist im Endeffekt nur jemand, der aufpasst, dass ihr nichts passiert. Was er aber ziemlich schlecht irgendwie zeigt. So. Wenn wir aufs Datum schauen, meine Lieben, ich zumindest, für meine Auffassung, dann haben wir heute den 27. Juni. Es ist unglaublich, der Juni ist schon wieder vorbei. Das Jahr ist eigentlich schon wieder um, kann man eigentlich sagen. Passt auf, was ihr Weihnachten braucht, weil das kommt näher, als ihr denkt. Es ist unfassbar. Und das Spiel Deutschland gegen Korea ist auch vorbei. Und ich sag's euch, ganz ehrlich, ich hab damit gerechnet. Die haben insgesamt gesehen heute, weiß ich nicht, wie sie heute gespielt haben. Ich habe keine Ahnung von Fußball, aber wenn man jetzt alle Spiele betrachtet und alles, ich weiß nicht, die haben zwar immer wieder aufs Tor geschossen, aber sie haben das Tor nicht getroffen. Und das ist die Retourkutsche davon, würde ich sagen. Jetzt muss ich mal überlegen. Braumeister Henry, welcher war denn jetzt derjenige, mit dem wir reden müssten? Gibsons Geschichte spricht mit Senna Weirwind. Die ist, glaube ich, nicht auf dieser Ecke. Nein, die ist noch ein Stückchen weiter. Das hier ist der Braumeister und ich habe keine Ahnung mehr, worum es ging. Ich hoffe, ich kriege das noch zusammen. Was ist das? Ein Rezept für echten Piratenkrog? Fantastisch. Den werden meine Kunden lieben. Du musst mir das Rezept unbedingt verkaufen. Die Feldarbeiter sind in letzter Zeit ziemlich ausgelaugt. Sie haben Doppelschichten gearbeitet, um die Ernte zu sichern, bevor die Zentauren sie stehlen können. Und die ganze Belastung macht sich nun bemerkbar. Zum Glück habe ich die Lösung. Ein reisender Händler, der viel von den musikalischen Künsten verstand, hat diese Trommel mit einem Zauber belegt. Jeder, der sie hört, fühlt sich gleich besser. Er hat mir versprochen, dass sie meine Arbeiter wieder in Trab bringen würde. Und falls nicht, bekomme ich mein Geld zurück. Könntest du damit auf die Felder gehen und für die Feldarbeiter trommeln? Ich kann es nicht erwarten, das gute Stück in Aktion zu erleben. Okay. So, wir hatten, glaube ich, ein Level-Up, wenn ich das richtig sehe. Wir können uns ja mal unsere Skills anschauen. Wir haben jetzt, muss ich mal schauen, 5 Skillpunkte können wir vergeben. Der Vitalismus ist mittlerweile auf Stufe 19. Das ist lange nicht so hoch wie unser restlicher Skill. Können wir da denn was Neues vergeben? Beschwört 4 Spieße, die in einem Kreis von 20 Metern Magieschaden verursachen und Gegner aufspießen. Ja gut. Mit steigenden Level dieses Skills nehmen sowohl sein Schaden als auch seine Wirkzeit zu. Ist ganz interessant, aber ich weiß nicht. Ach, hier steht ja sogar Vitalismus Level 20, das können wir also noch gar nicht lernen. Was haben wir denn noch zur Verfügung? Ich sehe immer nicht, ob das schon genutzt wurde oder nicht. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Oder ist das nur das Rot, was wir nicht benutzen können? Das ist irgendwie immer so eine Sache. Ich glaube, die beiden habe ich auch noch nicht ausgewählt. Oder? Ich weiß es nicht. Bin mir echt nicht sicher. Erdspalt? Habe ich Erdspalt? Ich weiß es nicht. Also das können wir nicht auswählen. Das braucht 35. Also ich glaube, wir können nur Erdspalt jetzt lernen oder die Raserei auf Rang 1. Wir hätten dann hier unten noch die Möglichkeit, erhöht den Nahkampfschaden. Jedes Mal, wenn ein Feind erfolgreich mit einem Kampfeszonangriff trifft, eine Kumulation Delirium, maximal Kumulierung pro Sekunde. Passiver Skill. Hört sich eigentlich ziemlich gut an, würde ich sagen, oder? Aber das können wir noch nicht wählen, weil wir dafür 6 Kampfeszorn brauchen. Das heißt, wir haben jetzt 5. Sprich, ich müsste hier erstmal einen Punkt einsetzen. Ich überlege halt, ob ich jetzt
Das nehme oder das andere? Das hier müssen wir wirken. Das hat 1,5 Minuten Cooldown und setzt uns in Raserei. Ich weiß nicht, wie oft ich das nutze. Ich würde das hier mal nehmen. Ich glaube, das ist momentan noch besser für uns und dann nehmen wir das hier mit. So. Hier haben wir, hätten wir theoretisch einen Punkt zu nehmen. Wir können aber noch keinen nehmen, weil wir noch keine 35 sind. Hier das nächste ist auch 35. Wir könnten theoretisch das auch noch auswählen, die Raserei, aber da habe ich jetzt kein großes Interesse dran. Und hier ist auch das nächste erst auf Level 20. Ich würde sagen, das war es erstmal. Das war jetzt ein Skillpunkt. Wir werden das mal in unsere Leiste ziehen. Ich muss mal schauen, wie ich das, ausprobieren kann. Ich würde fast sagen, das ist eher für Gruppen gedacht, oder? Ich weiß es auch nicht. Dorothees Vogelscheuche? Ich fürchte, die haben wir verkauft. Aber keine Sorge, ich bringe ihr in ein paar Tagen einen Ersatz. Ich mag ihre Farben und der alte Brummbär Gibson kennt die besten Kriegsgeschichten. Außerdem könnten wir hier gerade deine Hilfe gebrauchen, falls du etwas Zeit hast. Henry ist ein Braumeister und sucht ständig nach neuen Rezepten und Techniken. Ich habe einen fantastischen neuen Wein für ihn gefunden, habe aber Probleme, eine Kostprobe aufzutreiben. Der Stamm der Goldmähen hat nördlich unserer Felder sein Lager aufgeschlagen. Das sind zwar skrupellose Banditen, aber ihre Getränke sind angeblich nicht von dieser Welt. Könntest du einige Goldmähen-Zentauren erlegen und mir ein paar Flaschen von ihrem Zentauren-Schnaps bringen? Die Leute haben hier Nerven, ey. Klauen wir einfach mal vom Feind irgendwelche Sachen. Ist ja nicht so wild. So, da haben wir auch schon solche Schamanen und so. Fox, ich lass dich mal ein wenig rumtoben, würde ich sagen. Wir probieren unseren Skill gleich mal aus, glaube ich. Ob sie so klug ist, weiß ich nicht, aber wir schauen mal. Oh, der kann das ja auch. Das ist gut, dann machen wir das jetzt auch. Achtung. Tada. Das macht ganz schön Schaden. Bei uns zumindest. Bei ihm weiß ich nicht. Das hat wie viel Abklingzeit? 16 Sekunden. Naja, das geht auch nicht. Ich gehe da schnell vorbei. Ich hab doch drauf gedrückt. Ja. Haben wir jetzt schon irgendwas Akku gezogen? Nee. Da hat er sich hochgeheilt, unser kleiner Fox. Eines der besten Geschenke von meinem ehemaligen, ich weiß nicht, ob er noch zuschaut, Zuschauer. Definitiv, also. Klar, im Endeffekt hätten wir eigentlich einen nehmen müssen, der auf unser Level ist, aber mein Gott. Wir können ja eigentlich theoretisch demnächst mal ausprobieren, was passiert, wenn wir einen Begleiter haben, der kein Level 50 ist, wo der Unterschied da hängt. Außer im ganz, ganz großen Punkt, dass der wahrscheinlich nicht so viel Leben hat. Davon gehe ich mal aus. So, das haben wir fertig. Und jetzt sollen wir bei den Feldarbeitern dreimal diese Trommel benutzen. Alles klar. Ja, tanzen hilft manchmal. Scheint ja eine verhexte Trommel zu sein.
So. Tja, zum Thema WM würde ich sagen, das Thema ist beendet, würde ich behaupten. Klingt jetzt vielleicht etwas, naja, wie soll man sagen, bösartig, aber das könnt ihr, also solltet ihr nicht falsch verstehen. Ich hätte mich genauso gefreut, wenn sie weitergekommen wären, aber ich finde, dass sie diesen Denkzettel, den sie jetzt gekriegt haben, eigentlich auch verstehen, eigentlich haben sie ihn verdient. Man muss mal betrachten, was ich so krass finde. Mexiko hat gegen Korea gewonnen. Schweden hat gegen Korea gewonnen. Nur wir haben es nicht geschafft, gegen Korea zu gewinnen. Wir haben aber Schweden geschlagen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und Schweden hat ja heute wohl der Hammer, was die da abgezogen haben. Was die genau gespielt haben, habe ich ja nicht gesehen, aber 3-0 gegen Mexiko. Wow. Einfach nur wow. Weil das ist echt heftig. Also die Mexikaner müssen irgendwie völlig überrumpelt gewesen sein. Was? Herumtanzen in den Feldern? Dieser doppelzüngige Ramschverkäufer. Er hat mich übers Ohr gehauen. Er hat mich übers Ohr gehauen. Ich wollte, dass sie einen Zahn zulegen und keine blöden Walzer tanzen. Naja, Ansichtssache. Jetzt sind sie vielleicht ein bisschen glücklicher. Perfekt, das sollte Henry davon überzeugen, dass ich diese Lehrstelle wirklich ernst nehme. Dann wollen wir mal einen Schluck probieren. Was meinst du? Interessant, dieser Schnaps, den du mir gebracht hast, enthält zwei verschiedene Alkoholsorten. Ohne eine reine Probe werde ich den Geschmack nicht reproduzieren können. Die Goldminen müssen irgendwo in den Hügeln einen Destillierapparat versteckt haben. Kannst du ihn suchen und mir eine Probe direkt von der Quelle bringen? Ich werde dich für deine Mühen bezahlen und dir auch noch eine kostenlose Probe des fertigen Produktes geben. Wie klingt das? Alles klar, super. Ich krieg Alkohol, davon trinke ich auch so viel. Ey, supi. Also ich bin ja so, ich habe ja für mich den Cocktail entdeckt, sage ich mal. So Bier oder so ist eigentlich so gar nicht meins. Und deswegen ist es bei den meisten Fäden bei mir auch der Fall, dass ich eigentlich nichts trinke. Weil logischerweise die meisten Leute keine Cocktails zu Hause haben. So, das wollte ich machen. Also ich habe festgestellt, dass ich Bier, ich vertrag Bier, ja, aber ja, ich trinke Bier halt so langsam, dass man denken könnte, dass ich gar nichts trinke, so ungefähr. Also ich habe es wirklich geschafft, über einen Abend hin eine Flasche Bier zu trinken und das über mehrere Stunden. Also ich glaube, da fässt sich jeder andere an den Kopf und sagt sich, was? Ich sage ja auch nicht, dass man Alkohol braucht, um zu feiern. Da bin ich ja auch ein ganz rabiater Gegner für. Oder anders gesagt, ich bin das beste Beispiel dafür, dass man kein Alkohol braucht, um sich bescheuert zu benehmen. Das kann man auch so definitiv bei mir unterschreiben. Ja. Ich sehe ja momentan, was den Verlust des WM-Titels angeht, dieses Jahr, das in dem Sinne positiv, dass wir vielleicht, zumindest hoffe ich das, weniger alkoholische Personen vor unserem Schlafzimmer haben. Weil die letzten Jahre war immer so, wenn irgendwo Party war, dann sind die alle vor unserem Schlafzimmerfenster lang gelaufen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das bei Sommergraden, wenn man das Fenster offen hat, etwas nervig sein kann. Ich will mich da nicht beschweren, mein Gott, die Leute sollen feiern. Aber ich habe dann auch irgendwie immer so eine leichten Komplexe und habe Angst ums Auto, muss man einfach mal so sagen. So, hingekritzelte Forschungsnotiz. Hier hat jemand seine Notizen verloren. Darin wird eine Frau namens Sienna Whirlwind erwähnt. Vielleicht kann sie dabei helfen, den Eigentümer zu ermitteln. Das ist doch dieselbe Dame, mit der wir sowieso reden sollen, wegen Gibsons Geschichte. Das könnte interessant werden. Vielleicht hängt die Geschichte mit den Notizen zusammen. Ich bin gespannt, ob wir da heute noch hinkommen. Übrigens, wie ihr sehen konntet, habe ich jetzt mal wieder nach dem... Also ich hätte ja sowieso nach dem Spiel aufgenommen, aber eigentlich war ja mein Plan, gestern aufzunehmen. Ich habe es mal wieder nicht geschafft, wie üblich. Eigentlich ist es ja schon bald ein bisschen nervig. Eigentlich könnte ich ja gleich eintragen, dass ich donnerstags aufnehme. Aber eigentlich ist donnerstags immer zu spät. Das ist so... mittwochs meine ich doch. Donnerstags. Bin ich verrückt? Es ist mittwochs immer ziemlich spät, weil eigentlich will ich morgens immer rendern, wenn ich zur Arbeit fahre und nicht erst abends, wenn ich ins Bett möchte, weil der Rechner ist dann ziemlich laut und
Es ist halt ein bisschen nervig. Ich muss das jetzt heute Abend halt gleich rendern und morgen früh, wenn ich aufstehe, muss ich den hochladen. Ansonsten habt ihr die Folge ja nicht pünktlich. Das sieht mir nach Erdas Handschrift aus, aber Transformationsexperimente? Diese Art von Magie ist streng verboten. Das ist übrigens Sienna Wirbend, habe ich gerade festgestellt. Ups. Vielen Dank, dass du zu mir gekommen bist. Ich werde sofort mit sprechen. Ist das jetzt Mangos der Zertauung? An deiner Haltung und deiner Ausrüstung sehe ich, dass dir der Kampf nicht fremd ist. Verdingst du dich auch als Söldner? Verdingst? Was ist denn das für ein Wort? Wir haben Probleme mit den Zentaurenstamm hier in der Gegend. Ich bin überzeugt, dass wir sie nur vertreiben können, wenn wir ihren Anführer erledigen. Häuptling Margus, wenn du ihn bezwingst, wird dich die Familie Wirwind großzügig entschädigen. Ja, gut. Wir reden jetzt aber nochmal mit ihr, weil ich möchte ja gerne die Geschichte von Gibson weiterverfolgen. Die kleine Ellie? Oh, mach dir um sie keine Sorgen. Ich habe das Gefühl, dass ihr absolut nichts zustoßen wird, bis sie erwachsen ist. Und dann vielleicht eine anonyme Spende, ein kleines Häuschen in den Hügeln, wer weiß. Aber im Moment sind vielleicht ein paar Münzen genug für dein Schweigen. Alles klar. Sehr äußerst merkwürdige Geschichte mit der kleinen Ellie. Gut, da kann man jetzt nur hoffen, dass das alles klappt. So, den Häuptling, der ist hier. Und dann haben wir im roten Bereich noch die Assistentin. Ja, ich würde den Häuptling, glaube ich, erstmal machen wollen. Dann haben wir das nämlich erledigt. Mal gucken, dass wir hier nicht alles durchschnetzeln müssen. Der wird sowieso schwierig genug werden. Ich wollte noch einen Fox nicht wegschicken. Ich wollte ihn zum Angriff schicken. Nein! Gott, das war jetzt knapp. Ich habe jetzt felsenfest damit gerechnet, dass der uns angreift. So. So, ich werde wieder ein bisschen warten, bis wir angreifen, bis er ungefähr die Hälfte des Lebens hat. Weil uns sonst ziemlich viel Schaden zugefügt wird. Keine Ahnung, ob das so gedacht ist bei Arcage oder ob das nicht so gedacht ist, aber ich handhabe das. Funktioniert auch ganz gut, wie man sieht. Fox hat volles Leben und ich fast auch. Was will man mehr? So, kurz ausrichten und dann ab geht's. So, jetzt werde ich erstmal mit der anderen reden. Die sind ja relativ dicht beieinander. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Wir müssen echt Sammy-Level fetten auf, ey. Der hat einen immer größeren Abstand zu uns. Meine Güte, das ist vielleicht hochprozentig. Diese Zentauren sind fleißiger, als ich gedacht hatte. Danke für die Probe. Hier hast du die versprochene Bezahlung und noch ein kleines Extra, damit du unterwegs deinen Durst stillen kannst. Sei aber vorsichtig, ich weiß nicht, wie stark der Schnaps ist. Lass ihn dir munden. Ja, jetzt haben wir Schildschlag auf Stufe 9. Das ist doch sehr schön. Wenn wir wieder Sammy eine Runde ausführen, der braucht definitiv Auslauf. Es gab mal Level 25, das ist doch kacke. Ich habe den echt zu selten draußen. Ich müsste den eigentlich in den Kämpfen drin lassen, aber ich habe echt zu viel Schiss, dass der mir stirbt.
Da ich im Nahkampf bin, ist das irgendwie nicht ganz so einfach zu hadern. Sei gegrüßt, ich bin Eddard, ein in dieser Gegend ziemlich bekannter Zauberer. Möchtest du mir nicht bei meinem neuen Experiment helfen? Die Goldmähen-Zentauren hier kochen. Nicht kochen. Die Zauren hier knoten sich heilige Steine in ihre Mähen und ich könnte einige davon für meine Studien gebrauchen. Das fällt dir ja sehr früh ein. Wir haben ja nicht schon 20 davon getötet. Ich habe eine spezielle Säure entwickelt, die ihr Fell auflöst, sodass die Steine unbeschädigt herausfallen. Aber wie du weißt, sind die Zentauren ein sehr stolzes Volk und werden das wohl nicht widerstandslos mit sich machen lassen. Willst du mir noch helfen? So, wirf die Säure auf Goldmähen-Zentauren, um die Steine zu sammeln. Ach du Scheiße. Leute. Das ist ganz schön brutal. Ich sehe ja gerade, das machen wir erst beim nächsten Mal. Das ist echt brutal, finde ich. Hallo? Oh. Also hier zwischen den kleinen Gackelhühnchen werden wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Wir werden dann mit Sienna, denke ich mal, reden und dann gucken wir mal, ob wir noch was für die Zentauren machen müssen. Ich finde die Quest sehr hart. Ich werde das schnell und schmerzlos machen, hoffe ich. Und dann werde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge mit Hylok, heißt der so. Ach nee, ich sehe gerade, wir haben da hinten noch eine Quest. Wir müssen eigentlich dann nochmal zurücklaufen. Was ist denn das für eine Quest? Ach, die Held von Haikun haben wir abgeschlossen. Okay, dann gucken wir mal, ob wir das als erstes machen nächste Woche. Jedenfalls sehen wir uns nächste Woche dann zu Arc Age wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche und ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut!